Hoppa! Super Tiger Show! Mit super Gästen! Jede Woche neu! Jeder kann schon! Auch ohne deutsche Pass, ja! Super Tiger Show! Hallo, herzlich willkommen zu Super Tiger Show, ja? Endlich, ja, Super Tiger Show ist da, weißt du? Mit super Gäste, mit bester Harikett und wird einfach super, ja? Und erster Gast von Super Tiger Show ist Oktay Özdemir, ja? Er ist super Schauspieler, ganz netter Typ. Ich freue mich, ich kenne ihn schon lange. Und wer ihn noch nicht kennt, hier ein Ausschnitt von einem Film von ihm, weißt du? Guck. Hey! Dein Kumpel hat erzählt, dass du mal bei den Bullen warst, hä? Was hast du denen erzählt? Das hat nichts mit dir zu tun. Wie? Das hat nichts mit mir zu tun. Alles, was du machst, hat mit mir zu tun. Wenn du Karten gehst, hat es mit mir zu tun. Wenn du bei deiner Mutter weinst, hat mit mir zu tun. Hast verstanden? Ja? Wenn Nikolaus dir nicht schenkt, hat auch was mit mir zu tun. Wenn du zu den Bullen gehst, Alter, dann hat das recht mit mir zu tun. Verstehst du? Ja. Jetzt gehen wir spielen, los. Und hier ist der Supercast Oktay Özdemir, ja! Why? Hoppa! Hey, nicht, Tiger, wie geht's dir? Ah, Entschuldigung, ja, hoppa, schön dich zu sehen, ja, Jan. Komm, hallo, setz dich. Dankeschön. Ah, freue ich mich, ja, Oktay. Sieht ja cool aus hier. Ja, danke schön, ja, meine Superstudio hier. Guck mal, jetzt, wenn Gast kommt, in Türkei, wir machen immer so, weißt du, das ist Kolonia, wir sagen. Da machst du ein bisschen Kolonia, da machst du selber auch ein bisschen Kolonia. Warum? Weil dann. Ah, du riechst gut. Ah, und wer riecht, gut riecht, der hat gute Laune. Und wer gute Laune hat, hat ein schönes Thema, wa? Richtig. Hey, Oktay Jim, kann ich was anbieten? Willst du was trinken? Gerne, ja. Hast du Fanta oder so? Nein, leider ist gerade alle, weißt du. Nicht gut. Cola? Cola ist auch gerade alle, ja. Vielleicht? Kann ich Tee anbieten, türkisch Tee? Hast du keine Apfelschorle oder sowas? Apfelschorle, ne? Nee, auch alle. Aber türkisch Tee kann ich, habe ich. Ja, dann nehme ich nur einen Tee. Tee, ja? Tamam. Sag doch gleich, ja? Okay, mach. Hast du Kaffee da? Leider nicht, ja. Egal, ich nehme Tee. Dann. Tee, ja? Ja. Tamam. Hä? Tanja, ich bin hier. Oktay Özdemir ist da und er will eine Chai haben, eine Tee. Ich will auch eine haben. Machst du zwei, ja, bitte? Okay, danke schön, ja? Hadi, tschüss. Und sonst, wie geht's dir so? Was machst du zurzeit? Zurzeit, ich arbeite an. Vielleicht habe ich bald nächsten Monat in Istanbul einen Film mit super schönen älteren türkischen Darstellern. Wirklich, ja? Ja, ja, schöne Sachen sind da. Und dann auch hier in Köln habe ich eine ganz witzige Sache am Laufen. Das ist auch, mal also, gucken, ist aber noch nicht alles sicher. Also Projekt, bravo, ja, primär, super, Projekt, ja. Erfolgreich, ja. Freue ich mich, ja, guck mal, das ist Star, weißt du, Star hat immer was zu tun, ja. Er sieht auch schon wie Star. Charisma, was? Charisma, guck mal an. Super, ja. Oktay. Du hast auch Charisma, ja. Wir gucken jeden Tag deine Shows an. Ohne deine Shows sind wir verloren. Dankeschön, Oktay. Aber guck mal, du bist jung, du siehst gut aus, du bist artig, Schauspieler. Jugendliche gehen nur wegen dir in Kino, Mino. Aber ist gute Seite, wa? Und was ist schlechte Seite bei Schauspieler sein, so Star, wenn du bist Star? Ja, es gibt viele Seiten daran. Es gibt gute, es gibt schlechte. Das ist ein ganz riesen Haufen, sage ich mal. Und ja. Da kann auf jeden Fall, wenn die korrekten Leute da sind oder wenn so coole Leute so wie du am Start sind, macht es immer Spaß. Oh, guck mal. Hier kommt Chai-Mädchen, ja? Oktay, unser Chai ist da. Hallo. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. Oh, Checkerdex auch? Mhm. Oh, teşekkürler. Dankeschön. Mann, ich nehme mal schön, kann ich dir mal helfen? Kann man mal kurz Vorstellung machen? Guck mal, das ist Tanja, ja? Eine super schöne Mädchen. Mashallah, wirklich. Danke, ja. Ist das Jenga oder was? Nein, das ist Tanja, meine Chai-Mädchen. Kann man Tanja, ne? Nein, das ist meine, ja. Hopp, hopp, Oktay, ja. Vorsicht. Ich hab nur gefragt. Super Tiger Show, Super Tiger Show. Okay, kommen wir zur Kategorie Super Türke der Woche, ja. Und Super Türke der Woche, Oktay Jim, ist neue Integrationsprojekt von Super Tiger Show. Mhm. Ist immer ein Mensch, was ist kein Türke, weißt du? Aber er hat super Aktion gemacht, darum, Türken lieben ihn und darum, er wird Super Türke der Woche, weißt du? Wer sagt das? Entscheide ich. Na, du. Tiger entscheidet, wer ist Super Türke der Woche. Cool. Ist so, ist meine Show, darum darf ich auch sagen, wer ist. Und bis jetzt war Cüneyt oder was? Natürlich, Cüneyt Arkın war bisher, aber er ist ja schon Super Türke, weil Cüneyt Arkın, er sieht gut aus, er macht beste Harikett. Darum er ist schon Super Türke der Woche. Und er ist auch Türke, darum erzählt nicht, aber er ist Vorbild, weißt du? So muss Super Türke sein, weißt du? Und wer ist jetzt? Und super Frage, und hier kommt die Antwort: Super Türke der Woche ist Familienministerin Ursula von der Leyen, ja!
Oh, bravo. Guck mal, und Tanja bringt wieder rein. Dankeschön. Kann man mal hier aufhängen, aufhängen. Guck mal, Super Türke der Woche, Ursula von der Leyen. Und jetzt, du fragst dich warum, du fragst dich auch warum. Ich habe Antwort, ich kann dir sagen. Guck mal, sie hat Kindergelderhöhung gemacht, weißt du? Kindergeld ist mehr geworden und darum Türken lieben sie, weil wir haben viel Familie, wir lieben Kinder und wir lieben auch Geld, weißt du? Alle drei zusammen, Super Türke der Woche, oder? Aber eine Sache fehlt noch, guck mal, jede Super Türke hat normalerweise Krone, aber da haben wir gesagt, da machen wir was anderes dran, weißt du? Und Super Türke der Woche ist jetzt komplett, bravo. Jetzt sieht es super aus. Bravo, Super Türke der Woche, Ursula von der Leyen, bravo, ja, bravo. Und Kindergeld ist immer gut, wa? Man kann sich immer freuen. Ach nee, wir Männer doch nicht, die Frauen kriegen das. Wir müssen trotzdem arbeiten gehen. Stimmt, hat er recht. Richtig. Sag mal, kann man mal fragen, wie bist du eigentlich geworden Schauspieler, weißt du? Kann man mal, wie hat alles angefangen? Interessiert vielleicht ein paar Jugendliche so. Schauspielerei hat eigentlich schon sehr früh bei mir angefangen. Eigentlich schon so, seitdem ich begonnen habe nachzudenken, oder seitdem ich weiß, es gibt böse Menschen, gute Menschen, immer aufpassen. Und so hat sich Schauspielerei ergeben und irgendwann kam es zum Filmset. Und da habe ich dann die Schauspieler kennengelernt und dann habe ich sie beobachtet am Set. Und die waren riesige, große Leute. Die waren, Lazarinowski. Uso, hier kommt der große Caruso. Was heißt, wer ist das? Abracadabra, Simsalabim, du bist der Tiger. Kenne ich nur PlayStation, aber... Nein, das ist ein richtig echte, gute, große Zauberer. Und auch Birol Ünal zum Beispiel. Birol Ünal, das ist für mich einer der Besten hier in Deutschland. Und dass man solche Sachen halt ein bisschen zu sehr versteckt, finde ich schade hier. Und Integration oder Projekte oder so immer weitermachen. Der Wille zählt, sage ich mal. Super-Sieger-Show. Viele Jugendliche wollen nicht mehr Schule gehen, weil die sagen, Schule ist langweilig, scheiße, brauche ich nicht. Hast du Idee, wie kriegt man Jugendliche Schule? Was kann man da machen? Was soll Schule anders machen? Ich sag den Jugendlichen, wer keinen Bock auf Schule hat, der soll seinen Arsch hochheben und dann arbeiten anfangen. Weil es gibt's nicht anderes. Entweder bildest du dich oder du arbeitest. Aber richtig. Nichts tun geht nicht. Habe ich auch gesagt. Für 6. Klasse habe ich 4-mal gemacht. Und dann kam der Direktor, hat gesagt, geht nicht so. Habe ich gesagt, hast du recht? Ich gehe jetzt Geld verdienen. Weibe. Und was ist so, wenn du so bist abends im Bett? Ich war schöner Tag, du machst Augen zu und denkst, was ist so dein Traum so? Mein Traum? Oh, mein Traum ist zum Beispiel mit Tiger zusammen die Berliner Filme zu machen. Super, ja, machen wir. Aber nicht so kleine Franzosenfilme. Wir machen richtige Filme. Für Amerikaner machen wir. Wir machen Filme für Amerikaner. Die haben immer für uns Filme gemacht, jetzt machen wir Filme für die. Super, ja. Aber Oktajim, guck mal, ich bin kein Artist, ich bin nur Manager von Straße. Du bist Artist. Naja, du bist Top of the Tiger, Mann. Was ist los? Okay, geh up in Cinema. Bravo. Tiger and Dragon. Aber nein. Weißt du, Oktajim, guck mal, du bist ein Star, Meister, ich bin Meister. Und weißt du, ich habe noch eine Meister getroffen, weißt du, diese Bürgermeister, weißt du? Ah, diese Meister. Ja, habe ich ein paar Fragen gestellt und kannst mal gucken, was er gesagt hat. Super, ja. Hallo, wir sind hier bei Bezirksbürgermeister von Kreuzberg, bei Herr Dr. Schulz. Guck, Raum 335. Und da gehe ich jetzt mal rein und stelle mal ein paar Fragen, ja? Also mein Name ist Franz Schulz und ich bin der Bürgermeister von Friedrichshain und Kreuzberg. Kannst du was auf Türkisch sagen, vielleicht? Belediye başkan. Vay be, super. Hat der Bürgermeister gesagt auf Türkisch. Super, ja. Kann man so sagen, zum Beispiel viele Jungs gehen nicht mehr Schule, weil sie sagen, es ist langweilig, interessiert mich nicht. Vielleicht kann man so machen, neue Aktion, neue Unterrichtsfach. Vielleicht Karate oder Beatbox oder Breakdance. Kann man neue Fächer machen vielleicht in Schule. Idee einfach. Finde ich eine gute Idee, weil ich glaube, die Schulen müssen auch etwas aufnehmen, was Spaß macht den Mädchen und Jungs. Dafür ist ja Schule auch letztendlich da. Wofür? Ja, dass die Lernangebote bekommen, dass sie einen guten Abschluss machen können. Und dazu gehört natürlich, dass die Schüler und Schülerinnen dann auch Spaß daran haben. Das war Bürgermeister, ja? Super, ja? Oktay Özdemir'cim, ja? Hast du früher auch mal so Probleme gehabt mit Absin? Hast du so Erfahrung, dass jemand wollte von dir was haben? Gab es so Situationen? Situationen gab es schon, aber... Das ist Quatsch, Abziererei und so. Dann kann ich den Jugendlichen sagen, take one und renn weg.
Also gib den eine Bombe und haut ab und der wird dich nächste Mal vielleicht also, nicht mehr abziehen oder so. Hat Taekwon renn weg, Jane. Taekwon renn weg ist meine Gewürze für nicht abgezogen zu werden. Why, man? Taekwon renn weg. Mann, das war wirklich schön. Leider, Uhrzeit ist schon vorbei. Ich will immer wieder dein Gast werden. Du bist ein super Gastgeber. Japp, Maya. Und guck mal, ich muss noch was sagen. In Türkei ist immer so, kein Gast geht ohne Geschenk, weißt du? Und jetzt habe ich auch Geschenk für dich, Can Benim. Krieg ich ein T-Shirt von dir? Weiß nicht, lass dich überraschen, ja? Ich will aber auch sein T-Shirt haben. Ja, ja, aber warum kommt nicht? Tanja, Jim, wer are you? Oh, guck mal. Oh, dein T-Shirt. Ein Tiger-T-Shirt, geil. Guck mal, ja. Dankeschön. Ja, das. Bitteschön. Ah. Wallah, super. Dankeschön, Tanja, Dankeschön. Super, ja? Yeah! Okay, wenn die Kamera aus ist, gehen wir gleich noch mal was trinken, weißt du? Gehen wir noch Chai, weißt du? Ein bisschen quatschen, Matsch. Ich krieg nicht Dankeschön. Genug von dir, Adam. Ciao, Harry, sehen uns. Pass tschüss. Auf dich auf, ja, Harry, tschüss. Bis bald. Tschüss, Okta Jim. Und Tür ist da, wo du kannst rausgehen. Super, ja? Das war Okta Özdemir, Jim. Super Gast. Und nicht vergessen, ja, nächste Woche neue Show, neue Super Tiger Show mit Super Gast und natürlich auch mit Super Türke der Woche, ja. Also guck. Super Tiger Show.